Hallo zusammen, das ist echt nur ein ganz kurzes Video, weil ich gerne eure Meinung hören möchte. Und zwar gibt es ja aktuell oder immer mal wieder dieses Ganze mit gesponsert und Kooperationsanfragen. Und wie ihr wisst, habe ich ja auch hier und da schon mal was gratis bekommen. Und jetzt habe ich eine Anfrage. Ich will einfach nur wissen, ob es euch interessiert. Von einem chinesischen Großhändler würde ich, also ihr kennt doch diese Internetseiten, ne? Banggood und AliExpress und gibt es ganz viele. Habe ich auch schon ganz oft was bestellt, weil man da einfach wirklich einmal versandkostenfrei, zum Beispiel Hannas Disney-Kleid war von einem China-Versandservice. Dieses Faschingskleid, dieses blaue Eisprinzessin. Weil es einfach günstiger ist, versandkostenfrei und wenn man rechtzeitig bestellt, ich meine, meistens dauert es 4 Wochen, bis es kommt und ich hatte bisher wirklich nur ein einziges Mal das Problem, dass, das war allerdings über eBay, aber auch China, dass Lippenstifte nicht angekommen sind. Die waren einfach weg. Und weil ich länger als 6 Wochen gewartet habe, konnte ich auch nicht mehr reklamieren, Geld war futsch, keine Ware da, Pech. Aber ansonsten hat es bei mir einfach immer super gut funktioniert und ich bestelle da wirklich häufig, muss ich sagen. Bunte Bänder, hier so Klebebänder mir bestellt mit Glitzer und ich habe ja einen Ring, was habe ich noch bestellt? Eine Wasserflasche, auf die warte ich noch, wo man so Früchte innen rein tun kann, da wollte ich auch ein Video zu machen. Also ich habe schon echt, ach so, und dann jetzt noch für mein Auto so ein Nupsi, das klebt man an die Frontscheibe oder an die Windschutzscheibe und da kann man das Handy da wohl reinklemmen. Ich habe es schon bekommen, ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Aber ich habe gedacht, ob man da dann irgendwie drüber vielleicht auch kurze Mitschnitte filmen könnte oder irgendwie so. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich jetzt angefragt worden bin, ob ich, weil ich eben häufiger mal Klamottenhauls mache, das haben die wohl gesehen, und ich könnte mir jetzt für $50 etwas von denen aussuchen, von der Webseite. Und ja, müsste dann praktisch als Revanche? Als Gegenzug? Oh. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also die schicken mir für $50, was ich mir aussuche. Irgendwelche Klamotten, eine Bluse. Ich habe schon eine ganz schicke Bluse gesehen. Und ja, schicken mir das zu. Ich drehe als Danke, keine Ahnung, ein Video und stelle den Shop praktisch vor. Und bei mir handelt es sich dann, also das ist echt auch ein Riesenshop. Ich dürfte mir Sachen aus dieser Plus-Size-Ecke aussuchen und wollte fragen, ob das für euch okay ist. Ich habe irgendwie, ich meine, ich glaube nicht, dass irgendeiner Nein sagen würde. Ich glaube, wenn einem gesagt wird, Mensch, du kannst dir für $50 was aussuchen und machst dann halt nur ein Video dazu, da würden, glaube ich, wenige sagen, ne, das mache ich nicht. Vor allen Dingen, also ich sag mal, wenn das jetzt Klamotten wären, ich habe schon mal auf Facebook habe ich eine Seite gepostet, die wollten auch, dass ich mir was aussuche und das war so überhaupt nicht meins. Das war, nee, ging gar nicht. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, da ist kein Video gekommen, weil ich mir einfach nichts davon ausgesucht habe, weil das einfach nicht mein Klamottenstil war. Die hatten aber auch eine geringere Auswahl. Und hier würde ich jetzt schon was finden. Und die Preise sind gut. Es ist, soweit ich das gesehen habe, versandkostenfrei. Und ja, also irgendwie reizt es mich schon. Aber wenn ihr jetzt sagt, nee, wir wollen das nicht sehen, diesen China-Scheiß, wollte ich gerade sagen. Dann lasse ich das wahrscheinlich. Oder ihr müsst dann trotzdem durch ein Video durch. Man muss es sich ja nicht angucken, das ist es ja auch. Ich schreibe ja im Titel eigentlich immer, um was es geht, um was für Hauls es sich dreht, den Laden, was weiß ich, ich sage jetzt mal Ernstings Family oder so, was ich da einkaufen war. Oder dass ich bei C&A war oder wo auch immer, bei Kick. Und das wäre in dem Fall dann halt einfach ein China-Online-Store für Klamotten. Und die haben echt, gerade so an Plus-Size-Mode, haben die echt schöne Sachen, muss ich sagen. Also ich kannte den Laden vorher nicht. Ich bin der Meinung, ich habe das mal irgendwo gelesen, den Namen, aber man liest viel heutzutage.
Und ich habe die Seite hier jetzt gerade auf und wie gesagt, die eine Bluse, die ich gesehen habe, die gefällt mir schon ziemlich gut. Und da muss ich noch mal gucken. Die haben ziemlich viele Kleider. Das bin zum Beispiel auch nicht ich. Da war ein Kostüm, was mir super gut gefallen hat. Aber meine Beine sind nicht schön genug dafür, dass man ein Kostüm tragen kann, in meinen Augen. Ich würde mich da einfach, auch wenn jetzt viele sagen, ah, steh zu deinen Beinen und wie auch immer, aber ich muss mich da ja auch drin wohlfühlen und das würde ich wahrscheinlich nicht, auch wenn es mich total reizen würde, es mal zu bestellen. Ich weiß nicht, wenn ich nichts anderes finde, dann würde ich das vielleicht bestellen, einfach nur mal um zu gucken. Ich meine, es kostet mich ja nichts. Und ich würde es euch dann zeigen. Ich könnte ja eine schwarze Strumpfhose vielleicht drunter ziehen. Und da müsste man natürlich auch nochmal gucken, wie die Sachen passen. Ich wollte gar nicht so lange sabbeln. Ich sehe sowieso aus, wie ich bin gerade von der Arbeit gekommen, habe die E-Mail im Spam-Ordner gefunden, wo sonst auch. Und habe tatsächlich auch erst gedacht, dass Spam wäre. Und dann habe ich nur gelesen, irgendwie $50 und kannst dir was aussuchen. Und dann habe ich gedacht, doch mal gucken. Und ja. Ich würde es dann im Video natürlich auch nochmal erwähnen, dass ich mir die Sachen kostenlos aussuchen durfte. Und ich möchte jetzt einfach, ich weiß gar nicht, was ich von euch will, eure Absolution, dass ihr sagt, ja, Sandra, mach das. Stell dir für $50 irgendwas Schönes und zeig uns, was du gekauft hast und weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich mach das. Auf die Gefahr hin, dass ich dann aussehe wie eine Presswurst, dann wisst ihr zumindest, wenn ihr da bestellen wollt, dass ihr definitiv eine Nummer größer gehen müsst. Also die haben echt, ich guck mal eben ganz kurz, ich klicke nur mal ein Teil an, weil zeigen würde ich euch das dann genauer. Also zum Beispiel ist hier ein Kleid von 3XL bis 6XL. Und ja, wozu habe ich das Video jetzt eigentlich gemacht? Also ich wollte euch vorwarnen, dass in ein paar Wochen ein Video kommt, wenn die mir tatsächlich das schicken, was ich mir da aussuche. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist es auch Verarsche, aber es klingt eigentlich nicht so. Die Anrede ist ein bisschen komisch. Dir, Komma. Wahrscheinlich haben sie das an mehrere geschickt und haben sich nicht die Mühe gemacht, irgendwie die Namen tatsächlich rauszufinden. Ja. Also werde ich heute Abend wohl mal gucken, was ich mir da aussuche. Wie gesagt, die eine Bluse, die reizt mich echt, das ist absolut meins. Auch wenn ich sie mir vielleicht in einer anderen Farbe gewünscht hätte, die ist nun mal hellblau. Aber, na guck mal hier, hellblau, ne? Mein altes, ranziges Oberteil. Und ja. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Also, wir sehen uns. Tschüss.